und herzlich willkommen zur 133. Folge unseres Let's Play Green Project. Ja, unsere Spitzhacke ist kaputt. Die müssen wir erstmal wieder heile machen. Das wieder rein. Der Schleifstein kommt wieder hierher. Ah, Pilze sind hinüber. Okay. Das heißt, wir können die Pilze da draußen reinschmeißen. Ach, da waren schon zwei drin. Dann gucken wir doch mal, ob hier irgendwo was ist. Ja, reichlich. Sehr schön. Hier ist nichts, hier auch nicht und hier auch nicht. Gut. Da haben wir 5. Einmal. Dann haben wir hier nochmal 9. Gut, passt doch. Den ziehen wir hier runter, das ein bisschen hoch, damit das... So. Jawohl. Schwefel haben wir einmal. Ich hab's torfen gelassen, macht aber nichts. Ach, es ist jetzt schon dunkel in der Zwischenzeit. Oh, das war mir eben gar nicht aufgefallen. Nein, falsche Taste. Dann würde ich doch mal sagen, wir haben hier was zu essen, wir haben da was zu essen, das ist noch 3 Tage haltbar. Das Essen. Und noch mal was trinken. Und dann gehen wir doch einfach mal schlafen. Die Pickhacke ist repariert. So, ausgeschlafen haben wir. Das weg. Das ist haltbar, da brauchen wir nichts wegmachen. Das und das. Und dann können wir hiervon was trinken. Und trinken hier noch mal ein bisschen was. Nehmen das. Oh. Okay, da ist auch nicht mehr genug da. Was wir machen können, wir können das wegpacken. Da ist nicht genug Platz, ich weiß. Das da rein, Schwefel haben wir auch nicht genug. Hier kann auch im Augenblick nichts rein. Da unten ist alles fertig. So.
ordentlicher Boden hier. Gläser brauchen wir keine mehr. Im Augenblick jedenfalls nicht. Dann suchen wir mal weiter Schwefel. Das und das sieht irgendwie unterschiedlich aus, ne? Das ist die Frage. Ist das auch unterschiedlich oder ist das das Gleiche? Tonerde. Sieht zwar unterschiedlich aus, ist aber alles das Gleiche. Gut, dann gehen wir hier unten lang und gucken, ob wir irgendwo Schwefel finden. Hier ist schon mal wieder welcher. Ups, das war einmal zu viel gehauen. Da oben ist welcher. Okay. Hier ist nichts weiter. Auch hier haben wir. Okay. Hier ist auch erstmal nichts. Sag nicht, die brauchen jetzt Hühnerfutter. Dass die kein Gras mehr haben. Das scheint ja wohl fast so. Ach, Menno. Schweine haben genug Futter. Wie, kein Platz mehr. Da ist ein leerer Sack. Ach, Menno. Die Säcke sind hier oben drin, ne? Ja. Das kann da rein. Steine können weg.
Schwefel kommt schon mal da rein. Das stört da am wenigsten. Haben wir hier irgendwo Sand drin? Nee. Oh, hier hinten ist irgendwo noch Platz. Wir müssen hier nicht immer alles durch die Gegend schleppen. Hier, dieser sandige Boden. Und dann gucken wir mal. Der ist über 100. Der ist jetzt auch über 100. Komm, kriegst auch noch mal was. Okay, das Ei hier hin. Ach, jetzt habe ich... Ich vergessen zu zählen. Das Ei hin. Ein Küken. Zwei. Drei. 4, 5, 6, 7. Ich glaube, die Schweine, die fressen nämlich dann die Hühner, die Küken auf. Oder was ist da eben rot geflossen? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 5, 2, 3, 4, 5 und da sind auch 5, okay, passt. Gut. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Ja, weil die Hühner kommen nämlich mit dem Grünzeug auch klar. Dann brauchen wir nicht extra Hühnerfutter machen. So, was haben wir? Zwei Hühner. Dann können wir ja mal wieder hier ran. Eigentlich wollte ich was ganz anderes machen in der Folge, aber naja, bevor mir die da alle verrecken. So, das wieder rein hier. Die
Steine können weg. Und die Hühner können hier rein. 61 von 99. Gucken wir eben noch mal nach den Fallen und dann geht es weiter auf Suche nach Schwefel. Nix. Aha. Okay. Das heißt, wir brauchen Hammer. Frisst aber aus irgendwelchen Gründen nicht, ne? Gut, dann die Säcke hier rein oder beziehungsweise den Sack, den Hammer auch. Von 50. Bei dem anderen sind wir über die Hälfte. Okay. Eben sind wir in die Richtung gelaufen, jetzt laufen wir mal in die Richtung. Ach, guck mal, hier ist so viel. Oh, schön. Stein lasse ich da jetzt liegen. Gut. Wie sieht das hier überhaupt aus? 12 Hühner, 10 Schweine. Bringt es was, wenn wir mehr von den Bienenstöcken bauen? Oder reicht uns da ganz einfach dieser eine, den wir haben? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Habe ich eigentlich noch irgendein Saatgut dabei? Nö.
Okay. Ja, 6 Schwefel kommen wir natürlich nicht weit mit. Aber was wir weitermachen, das sehen wir in der nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar, vergesst das Abo nicht. Bis dann, tschüss.